Annähernd 4 Jahrzehnte Freundschaft verbinden den Chemiker Mimmo Peruffo und den Cellisten Claudio Ronco. Gemeinsam machten sie sich auf einen Weg, der sie 500 Jahre zurückführen wird. In eine Zeit, als in Neapel und in Bergdörfern der Abruzzen jene geheimnisumwobenen Saiten entstanden, die Paganini die Göttlichen nannte. Ein entscheidender Weg der Annäherung an das Klanggeheimnis der alten Saiten führt über Venedig. Hier lebt und musiziert der Cellist und Klangforschende Claudio Ronco mit seiner Lebens- und Musikgefährtin Emanuela Wozza. Venedig ist ein lebender Zeuge für die Akustik einer anderen Zeit. Venedig hat bis heute dieses Geheimnis der historischen Klangatmosphäre bewahrt. Es gibt dazu ein einfaches Experiment. Man muss nur mit einem Freund durch die Straßen gehen und ein Gespräch mit ihm führen. Du merkst sofort den akustischen Unterschied zu Mailand, Rom oder Paris, auch wenn du dich dort in einer verkehrsfreien Gegend aufhältst. Die Kirchen in Venedig, sie wurden als Konzertsäle gebaut. Sie sind akustisch geplante Architektur, meistens in Quadratform. Im Innenraum gibt es keine Unterteilung in kleine Raumeinheiten, wo die Resonanz zu fehlerhaften akustischen Verwerfungen führen kann. Sie wurden so gebaut, um eine perfekte Akustik zu erhalten. Ein Indienaufenthalt eröffnete dem damaligen Musikstudenten eine ihm unbekannte Dimension von Klangentstehung und deren optimaler Wahrnehmung. Das Zusammenwirken von Saite, Instrument und Raum. Ich spazierte mit meinem Cello von einer Kirche zur nächsten und spielte darin. Ich wollte erfahren, wie weichere und härtere Saiten in diesen Räumen klangen. Ich veränderte die Stimmung, um wiederum zu erkennen, was passiert. Wie antwortet der Raum? So wurde jeder Besuch zur bereichernden Erfahrung. Vorbereitungen für den gemeinsamen Auftritt in einem venezianischen Palast. Hier setzt der Cellist das Erfahrene und Erkundete in die Praxis um. Bevor noch geprobt wird, gilt es, den richtigen Platz für die Musizierenden zu erkennen. Die Suche als Synthese von Erfahrung, Erkenntnis und metaphysischer Wahrnehmungskompetenz. Und dann gibt es noch eine unscheinbare Tasche, deren Inhalt, aber hören Sie selbst. Diese Tasche ist nicht sehr hübsch, aber sie ist unser ständiger Begleiter. Hier drinnen befinden sich an die 40 Jahre unserer Entwicklungsarbeit zu den alten Darmsaiten. Wir haben hier, was wir für die Musik der unterschiedlichen Musikepochen benötigen, zwischen Ende des 17. und erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Geige wurde um die Saiten gebaut, ist ein Satz aus einer Zeit, in der die Saiten so wichtig waren wie das Instrument. Das Wissen um die Erzeugung dieser Saiten wurde über die Zeit streng bewahrt, aber drohte schließlich zu verschwinden. Ein Zufall kam zu Hilfe. Ich hatte in meinem Leben oft Glück gehabt. In Turin lebte ein sehr alter Cellist. Er spielte das erste Cello im Opernhaus. Ich dachte mir, vielleicht möchte er einen Studenten und wollte mit ihm darüber sprechen. Also wurde ich sein Schüler.
Eines Tages kam ich in die Stunde und erzählte ihm, dass ich mich dafür interessierte, welche Saiten die Musiker früher verwendeten. Nicht Metallsaiten, sondern Darmsaiten. Er blühte auf. Ja, großartig. Bis 1967 habe ich auf meinem Cello nur Darmsaiten verwendet. Ich sagte, wie bitte? Ja, schau, ich zeige dir etwas. Er öffnete eine Lade, sie war gefüllt mit Darmsaiten, die er aus Amerika in den 1930er Jahren mitbrachte. Da, nimm, probier aus. Du musst die Saiten mit Olivenöl reinigen, aber nicht mit normalem Öl. Du musst etwas Blei in die Flasche mit dem Öl geben. Wenn das Öl durchsichtig wie Wasser geworden ist, kannst du es zum Reinigen verwenden. Mein Gott, wer hätte mich das lehren können? Caldogno ist ein Vorort der oberitalienischen Stadt Vicenza. Hier befindet sich Aquila Corde, die Saitenmanufaktur des forschenden Chemikers Mimmo Peruffo. An diesem Ort werden Darmsaiten nach den Aufzeichnungen und Erinnerungen der alten Saitenmacher aus Salle erzeugt. Es ist eine archaische und markante Welt der sinnlichen Wahrnehmung, die Besucher beim Betreten der Produktionsräume aufnimmt. Ein Saitenmacher benötigt das im Laufe eines gesamten Lebens entwickelte Einfühlungsvermögen, um mit seinen Fingern die Qualität der Därme zu erkennen. 6-7 Meter sind diese Därme lang und er spürt mit der Sensibilität der Finger jede Stelle auf, um zu entscheiden, mit welcher Geschwindigkeit er das Rad zum Trocknen der Stränge drehen muss. Und tausende andere Punkte hat er zu entscheiden. Das alles kann eine industrielle Fertigung nicht leisten. Die menschlichen Qualitäten sind das Entscheidende. Aber diese Erfahrungen sind nicht so einfach weiterzugeben. Sie begannen als Kinder mit ersten Arbeiten in den Saitenfabriken. Die Saite ist das Geheimnis des Klangs. Das Wort Instrument bedeutet Werkzeug oder Diener. Wenn man eine Stradivari hernimmt oder eine Steinergeige, welche auch immer, und ihr die Saiten wegschneidet, dann hat sie nur mehr den Ton einer Trommel. Es ist kein Leben mehr drin. Ich bin kein Philosoph, aber die Saite beinhaltet das Geheimnis des Klangs. Das sind die Statuten der Saitenmacher von Neapel aus dem Jahr 1653. Die von Rom habe ich auch. Die Strafen für jene, die eines der Geheimnisse verraten, reichen vom Abhacken der Hand übers Gefängnis bis hin zum Auspeitschen. Über 3 Generationen. Und niemand durfte mehr Saiten herstellen. Man muss eines verstehen. Für Rom war die Zunft der römischen Saitenmacher die größte in Europa. Sie stellten Millionen von Saiten her. In einem Jahr 500.000 für Lyon und 800.000 für Spanien. Ein Riesengeschäft. Unendliche Recherchearbeit, Wochen, Monate und Jahre des Versuchens und Scheiterns und vor allem jener Erfahrungsschatz, den ihm die letzten Saitenmacher aus Salle schenkten, machen Mimmo Peruffo zum verantwortungsvollen Bewahrer und Weitergebenden eines kleinen Anteils vom Erbe der Menschheit. Thank you.
Aus diesen Schriftstücken hier wird deutlich, dass es ein schwieriger Prozess war, um Seitenmachermeister zu werden. Es gab eine jahrelange Auslese und man musste der Kirche viel Geld zahlen, um unter den Schutz des heiligen Erasmus, dem Patron der Seitenmacher und Jesus Christus zu kommen. Der heilige Erasmus wurde zum Schutzpatron der Seitenmacher, weil sie ihm den Bauch aufgeschlitzt und mit einer Binde die Gedärme entfernt hatten. Eine grausame Sache. Ähnliches finden wir dann auch beim seligen Robert de Salle. Auch ihm wurde der Bauch aufgeschnitten und die Gedärme herausgerissen. Es wurde überliefert, dass man diese Heiligen auf ihren Gedärmen musizieren sah. Eine entsetzliche Sache, aber so war es. Was meint göttlich? Was ist das Geheimnis? In den Instrumenten aus dem 16. Jahrhundert konnte man oft ein Motto lesen. Als ich im Wald stand, ich, der Baum, da war ich lebend, aber ohne Stimme. Als ich gestorben war, begann ich mit süßer Stimme zu singen. Dieser Punkt, wo die Transformation zum Tod erfolgt, das ist die Basis von allem in unserer Kultur. Christus ist göttlich, weil er durch den Tod gegangen ist. Und die Auferstehung macht den Menschen erst göttlich. Dasselbe geschieht mit diesen Därmen. Sie stinken und sind ein sehr armseliges und wertloses Material. Dann werden sie verwandelt. Kein Tod ist mehr in ihnen. Sie sind göttlich geworden und damit ewig. There is no more death in it and becomes divine, becomes eternal. Wir hatten Saiten mit einem wunderschönen Klang für Claudio gefertigt. Er und seine Partnerin Manuela sind übrigens die einzigen, die Saitendurchmesser von Bernhard Romberg, dem Cellisten Beethovens, verwenden. Saiten von einem immensen Durchmesser, mit denen er aber sehr gut umgehen kann. Beim Cellospiel meint man, einen Elefanten im Arm zu wiegen, so ein kräftiger Klang, der den Saal ausfüllt. Die große Sensibilität, welche in die Erzeugung dieser Darmsaiten eingebracht wurde, führt beim Spiel zu einer sehr feinen Handhabung des Bogens. Man kann spielen wie ein sanfter Windhauch. Aber alle Obertöne sind klar zu hören. Die Energie in diesen Saiten reicht aus, um die Holzmasse des Instruments in Schwingungen zu versetzen. Der Klang, der entsteht, entspricht genau deiner Vorstellung. Aber er wird auch von 3000 Menschen in einem riesigen Konzertsaal wahrgenommen. In a large hall.